Ich denke, ihr habt es gestern alle mitbekommen. Nachbörslich ging es richtig rund zur Sache. Anders kann ich es gar nicht sagen, denn wir sind in die Leitindizes tatsächlich dunkelrot geschlossen. Teilweise sind die Aktien richtig krass verprügelt worden. Anders kann ich es gar nicht sagen. Deswegen möchte ich mit dir heute ganz kurz die Newslage anschauen. Wir schauen uns auch mein Depot an und ja, ich habe da noch eine Handvoll Aktien mit dabei, die wo aktuell für mich interessant sind für Nachkauf, weil es ist 4:30 Uhr. Ich habe vor einer guten Stunde gleich mal Geld zu meinem Verrechnungskonto gesendet, damit ich dort definitiv in Tranchen nachkaufen kann. Aber legen wir direkt mit der Newslage los. Da ist es so, die Zeit Online berichtet zum Beispiel, Putin entsendet Truppen in die Ostukraine. Wir müssen uns auf jeden Fall in den nächsten Stunden und Tagen definitiv die News-Ticker anschauen, weil das kann sich ja wirklich minütlich ändern, das weiß man alles nicht. Und da ist es auch so, Amerika und auch Europa hat gleich mal die ersten Sanktionen angedroht, beziehungsweise auch zum Teil schon ausgesprochen gegenüber Russland. Das ist auch richtig, richtig krass. Und da muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt, weil bei den Zeitschriften, bei YouTube-Videos, alles, was mit so einer gewissen Art mit Presse zu tun hat, je krasser die Überschrift ist, desto mehr Klicks bekommt man auch. Deswegen zum Beispiel habe ich Aktiencrash gewählt, damit man dort leider mehr Klicks bekommt. Und wenn du neu bist auf dem Kanal, gerne den Kanal schon mal abonnieren, weil jetzt schauen wir uns die Leitindizes an. Ja, also der DAX ist gestern mit fast minus 4% geschlossen. Wir haben zum Beispiel den ATX und den TecDAX mit 4,5 bzw. fast 5%, Nasdaq Future und S&P auch fast 2% im Minus, obwohl gestern tatsächlich einfach Amerika Feiertag gehabt hat. Sprich, eigentlich haben größtenteils nur die Europäer bzw. Deutschland gehandelt. Das ist eigentlich schon krass zum sehen, weil zum Beispiel eine Iron Mountain ist für unter 36 Euro verkauft worden und das sind eigentlich für mich schon wieder fast Nachkaufkurse. Gleichzeitig haben wir den Ölpreis, der ist gestiegen und ich denke auch, dass der Goldpreis durch der Panik ja, ein sicherer Hafen ist und dort einfach viel investiert wird. Aber warten wir einfach mal ab, weil man sieht auch einen anderen Index, dem wo es ordentlich zerlegt hat, und zwar den russischen, den RTS, der ist mit minus 13% gestern ja aus dem Handel gegangen, war aber auch kurze Zeit schon mal tiefer gestanden. Ich habe jetzt noch eine Gazprom mit dabei, die ist völlig verprügelt worden, minus 25% im offiziellen Handel bis 22 Uhr. Bei Lang und Schwarz habe ich aber gesehen gehabt, dass es echt Menschen gibt, die wo das Unternehmen für 4,80 € noch auf den Markt geschmissen haben. Und da ist meines Erachtens auch wichtig, ich habe viele Fehler früher gemacht, also ich bin überhaupt nicht fehlerfrei. Diese Fehler habe ich aber daraus gelernt, dass man hier jetzt einfach nicht in Panik ausbricht, sondern sich einfach Qualitätsaktien sucht, die wo für einen spannend sind, die wo für einen vielleicht die ganze Zeit teuer erschienen sind und diese vielleicht in Tranchen kaufen. Tranchen heißt, du hast jetzt quasi 1000 Euro zur Verfügung und versuchst die viermal zu kaufen, zum Beispiel jeweils für 250 Euro. Und es ist auch so, man wird niemals den Dip in Anführungsstrichen erwischen. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Tranche gekauft hat und es dreht danach wieder hoch, hey, dann hat man trotzdem ein Schnäppchen gemacht, hat zwar jetzt nicht alles investieren können, aber man hat für einen gewissen Cash einfach geile Unternehmen kaufen können, Qualitätsunternehmen, Blue Chips, die wo einfach geil sind. Und ich weiß, ich habe jetzt schon wieder die wo gesagt, sorry, ich habe eine Leserechtschreibschwäche, bin Bayer und versuche mich aber hier zum Besseren. Zum Beispiel auch die Sberbank, auch richtig krass unter die Räder gekommen. Gestern 21% vom Hoch, hat 60, 70% schon verloren. Das ist auch völlig crazy. Und Sberbank ist tatsächlich auch etwas mehr betroffen, genauso wie eben Gazprom durch die Sanktionen oder mögliche Sanktionen. Aber es sind trotzdem richtig gute Unternehmen, die wo bei mir auf der Watchliste sind, jedoch nicht im Depot. Das einzigste russische Unternehmen, was ich im Depot habe, Lukoil. Da würde mir jetzt auch der Alex Dividendenfischer eine kleine Ohrfeige verpassen, wenn er das hört. Aber ja, who knows. Ja, mein Depot, wie gesagt, ich habe jetzt mal den Wochenchart mitgenommen. Ist echt gut unter die Räder gekommen. Ich meine, es sind aktuell ein bisschen über 30.000 Euro investiert, 1.300 Euro minus, das heißt in Prozent gute 4%, 4,5%. Ja, das ist richtig ärgerlich, muss ich sagen. Also es pisst mich genau so an, aber ich habe einfach in den letzten Jahren gelernt, es ist nur temporär normalerweise so. Hoffentlich natürlich, also Gottes Willen, da
erwartet uns sicherlich noch einiges, wenn Russland und Ukraine und sonstiges, aber warten wir einfach mal ab. Sehen wir lieber auch die Möglichkeiten. Ich habe jetzt Charts mit dabei, zum Beispiel 3M. 3M ist hier schon öfters diskutiert worden. Hier entsteht aktuell eine sehr, sehr interessante Situation. Da müssen wir jedoch auch einfach diese Klagen ein bisschen abwarten. Da steht im Raum tatsächlich ein Klagen zwecks Ohrschutz in Höhe bis zu 30 Milliarden Euro. Und das ist richtig, richtig viel Geld. Also das müssen wir im Hinterkopf bei 3M behalten, aber generell 3M für mich aktuell ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Dann habe ich noch eine IBM dabei. Ihr wisst, da bin ich auch schon investiert, jedoch relativ kleingewichtet das ganze Unternehmen. IBM ist jetzt auch wieder schön zurückgekommen. Wir waren hier schon bei über 120 Euro, stehen jetzt bei roundabout 105 Euro, 108 Euro. Und da auch cooles Unternehmen für mich. Gefällt vielleicht jetzt nicht jedem, muss auch nicht jedem gefallen, vielleicht gefällt dir Facebook besser, Alphabet, auch da einfach mal ein Auge drauf werfen. Zum Beispiel habe ich auch noch eine Taiwan Semiconductor mit dabei, auch die sind gestern richtig krass unter die Räder gekommen. Da haben wir fast, glaube ich, minus 8% gesehen, sind jetzt auch auf einem meines Erachtens sehr interessanten Niveau. Dort mal einfach mal vielleicht ein Auge drauf werfen kann. Nicht vielleicht gleich investieren, sondern einfach mal auf die Watchliste packen und zum Beispiel abwarten. Vielleicht sehen wir sogar diese 90 Euro und darunter. Das wären natürlich sehr, sehr interessante Kurse für einen Langfristinvestor. Hinzu kommt ein Unternehmen, da habe ich jetzt richtig lange warten müssen. Und zwar habe ich die schon auf der Watchliste gehabt, unter 60 Euro tatsächlich. Und die sind einfach mir davongelaufen. Anders kann ich es gar nicht sagen. BASF sind jetzt auch schon wieder unter 64 Euro. Und für mich unter 60 Euro ein sehr, sehr interessantes Unternehmen für einen Erstkauf für unser 450 Euro Dividendendepot. Das nächste Unternehmen ist auch nochmal so ein kleiner Fingerzeig von mir. Und zwar habe ich Allianz letztens in Instagram in meinen Stories besprochen gehabt und habe eiskalt gesagt gehabt, und das ist halt auch sehr direkt, wer Allianz unter 190 Euro nicht kauft, braucht sie auch bei 220 Euro nicht kaufen und für mich ein absolut uninteressantes Unternehmen zu solchen Preisen. Natürlich, wenn man so eine krasse Aussage trifft, muss man auch den Shitstorm abhaben können, das kann ich absolut abhaben. Und ja, der Fingerzeig war berechtigt, weil Allianz ist auch jetzt gut unter die Räder gekommen, muss man leider so sagen. Hier haben einfach die Fondsmanager auch einfach ja, nicht gut gehandelt, nennen wir es einfach mal so, wie es ist. Die haben eigentlich richtig Scheiße gebaut, muss man leider so sagen. Und jetzt ist es so, Allianz ist bei knapp 205 Euro roundabout. Und auch die werden definitiv weiter zurückkommen, gehe davon aus. Also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und auch keine Anlageberatung. Aber vielleicht sehen wir sogar Preise unter 190, 180 Euro und dann wäre auch Allianz für mich wieder interessant für einen Erstkauf wohlgemerkt. Weil ich habe Münchner Rück im Depot drinnen und habe mir gedacht, mit Münchner Rück, beziehungsweise auch von den Zahlen her, hat mir das damals viel, viel besser gefallen wie die Allianz. Aber ich habe es jetzt extra nochmal angeschaut gehabt und die Zahlen sehen auch sehr, sehr gut aus bei der Allianz. Deswegen ist Allianz auch bei mir auf der Watchliste drauf. Ich habe jetzt 5 spannende Unternehmen dir mal kurz vorgestellt und bin jetzt gespannt auf den Austausch mit dir. Schreib deine Kommentare gerne unten rein, wie es dir aktuell geht, wie du die Situation findest und dann hoffe ich auf jeden Fall bald wieder steigende Kurse, damit auch das Depot-Update, was sie demnächst rausbringen, nicht allzu wild ausschaut. Deswegen